Moin ihr Lieben, ich habe lange gehadert damit, dieses Video zu machen, habe überlegt, ob ich es überhaupt mache. Habe es letztens bei Instagram so gesagt, es ist einfach so, dass ich mein komplettes Leben mit euch teile und auch diese Sache nicht verschweigen möchte. Und es dann dementsprechend auch wichtig finde, weil es ja irgendwo auch einen Mehrwert geben soll davon, was ich mache jetzt hinsichtlich auch meiner Drogenerfahrung und was ich alles halt im Leben erlebt habe, dass ihr auch erfahrt, wie es für mich war, dass meine Mutter gestorben ist. Ich möchte euch heute erzählen, wie es mir damit gegangen ist, wie es passiert ist. Ja, einfach frei raus ein bisschen sprechen. Das ist ein Video, was ich nicht vorbereitet habe, wo ich mir keinen Plan gemacht habe, wie ich es mache. Und ich einfach mal, ja, das sagen möchte, was mir auf der Seele liegt, ohne mir da jetzt vorher einen großen Kopf drüber gemacht zu haben. Also meine Mutter ist 61 geworden, hat vom 31.03. bis zum 31.03.59 bis zum 26.06.2020 gelebt. Und ich habe an dem Tag, wo das passiert ist, bin ich ins Fitnessstudio gefahren. Wollte gerade trainieren, bin gerade reingegangen, habe meine Sachen in den Schrank gepackt und habe einen Anruf von meinem Bruder bekommen. Dann hat er zu mir gesagt, ja, wo bist du gerade? Bist du ungestört? Meinte ich, nee, ich bin im Fitnessstudio. Hat er mich gefragt, ob ich rausgehen kann. Bin ich natürlich rausgegangen und in dem Moment wusste ich schon, irgendwas ist passiert. Ich dachte, ehrlich gesagt, irgendwas mit meinem Vater passiert, weil der halt auch noch ein bisschen älter ist und auch schon mal einen Herzinfarkt hatte. Ja, und dann bin ich zu mir zum Fahrrad gegangen und dann hat er mir halt gesagt, dass meine Mutter gestorben ist. Unsere Mutter gestorben ist. Unsere Mutter. Das finde ich immer lustig, wenn zwei Brüder miteinander reden und der eine zum anderen sagt, meine Mutter. Ich habe vorhin meine Mutter angerufen. Ja. Da habe ich zu ihm gesagt, alles klar, ich muss das jetzt erstmal verdauen. Bin dann reingegangen, habe tatsächlich trainiert erstmal. Da hat mich auch ein Kollege angeguckt, hat gesagt, na, du hast aber schlecht geschlafen. Meinte ich, ja, das trifft es gut. Ja, habe trainiert, bin nach Hause. Danach habe auch dann erstmal natürlich Tränen gelassen zu Hause. Weil ich es nicht vorbereitet habe, habe ich euch gar nicht erzählt, wie das gekommen ist oder überhaupt wie das. Ich möchte, ja, bin halt ein bisschen verplant jetzt. Meine Mutter hat einen Arzttermin an dem Tag, OP-Termin, und ist dann nicht erschienen. Dann haben die bei meinem Bruder angerufen und haben ihn gefragt, was los oder warum die meine Mutter nicht da ist. Dann hat er bei meinem Nachbarn angerufen, hat gefragt, ob er sich einen Schlüssel holen kann, weil meine Mutter ist ein sehr zuverlässiger Mensch. Die Nachbarn sind dann bei ihr in die Wohnung und dann haben sie davor gefunden. Hatte gerade eine Zigarette in der Hand und Feuerzeug, wollte sich gerade eine Zigarette anstecken. Das Ding ist, das wusste ich vorher auch nicht, wenn kein Fremdverschulden ist, keine anderen Personen mit involviert sind, dann wird keine Todesursache festgestellt. Das wissen wir bis heute nicht oder werden wir nie erfahren, was genau die Todesursache war. Die Ärztin sagt, sie vermutet einen Herzstillstand, man weiß es aber nicht. Also die Hausärztin, man kann es überhaupt nicht sagen. Ich habe immer gedacht, meiner Mutter geht's gut, weil meine Mutter ein sehr starker Mensch war. Übertrieben starker Mensch und nie was gesagt hat. Das hat sie irgendwie von ihrem Großvater so gehabt. Ich habe jetzt im Nachhinein erst ja, viele Storys auch von meinem Großvater gehört. Es ist ja so, dass man oft die Sachen von seinen Eltern annimmt. Manchmal unbewusst, manchmal bewusst. Es ist sehr prägend, die Zeit gerade auch im Kindesalter. Mein Großvater war im Krieg, hat ein Auge da verloren, musste von den Russen fliehen, ist dann irgendwann an Krebs gestorben und hat von seinen Schmerzen nie was preisgegeben. Der war immer sehr tapfer und mein Großvater war, glaube ich, halt auch ein bisschen Vorbild für meine Mutter. Ja, und vielleicht hat sich das so angenommen. Ich habe danach von meinem Onkel erfahren, dass meine Mutter wohl doch sehr starke Schmerzen hat, deshalb auch der OP-Termin, dass sie wohl in der Lunge oder so in dem Bereich oft unerträgliche Schmerzen hatte und dann wirklich da saß, ein, zwei Minuten darauf konzentrieren musste, dass sie nicht geschrien hat. Das habe ich danach erfahren, das wusste ich nie. Ich habe meine Mutter oft gefragt, wie es ihr geht. Sie hat immer gesagt, gut. Ja, und das hat sie immer verschwiegen. Und dann ja, wurde sie so vorgefunden in ihrer Wohnung. Ja, und um jetzt wieder einen Zeitsprung zu machen, ja, ich bin nach Hause, als ich das erfahren habe, nach dem Training. Ich habe in dem Moment noch danach noch überlegt, weil ich habe überhaupt nicht geschaltet. Wäre ich dann direkt in die Wohnung gefahren, wäre sie auch noch da gewesen. Also ich hätte da mir, ich weiß nicht, ob ich das gewollt hätte, wenn ich in dem Moment drüber nachgedacht hätte, aber ich hätte sie da wohl dann noch, bevor sie abgeholt worden wäre vom Leichenwagen, dann hätte ich wohl sie da noch vorgefunden in der Wohnung. Hätte ich vielleicht doch sogar gemacht, ja, wenn ich daran gedacht hätte. Ich war aber völlig perplex. Und ich kann euch sagen, so jetzt rein von einer Gefühlswelt, wie ich das irgendwie, wie ich das erlebt habe, ich habe es mir komplett anders vorgestellt. Es war relativ schnell ein Schlag, dann geweint zu Hause. Und dann habe ich es, ich weiß nicht, ob ich es nicht an mich rangelassen habe, aber es war lange Zeit nicht präsent. Es war nicht dieses, also für mich nicht, für andere ist es vielleicht anders. Es war lange Zeit nicht dieses, oh, ich habe jetzt übertrieben schlechte Laune. Ich habe es beiseite geschoben. Ich war leer, würde ich's mal beschreiben, ist ein guter Ausdruck. Ich war lange Zeit leer innerlich und irgendwie auch, mein Content und so weiter anging, den ich gebracht habe,
Ich habe vieles in Frage gestellt, unbewusst. Nicht, dass ich gedacht habe, oh, meine Mutter ist jetzt gestorben. Ist das jetzt alles richtig, was ich mache? Sondern irgendwie so vom Feeling her. Ich hatte nicht so den Flow in der Zeit für das, was ich an Videos bringe. Ich hatte dann noch zwei Momente, wo ich ziemlich geweint habe, aber die Trauerzeit war sehr kurz. Sehr kurz, also ich habe nicht viel getrauert, nicht viel irgendwie darüber nachgedacht. Bei diesem Video, weshalb ich das auch so wichtig fand für mich und auch ein Grund, warum ich es mache. Ich glaube, ich fange an, das damit zu verarbeiten auch. Und ich habe eben gemerkt, wie nah es mir jetzt ging, wo ich das erzähle vor der Kamera. Das ist ja irgendwo auch wie ein Tagebuch, das so aufzunehmen. Und vielleicht auch für die Zukunft irgendwie geil, sich das nochmal irgendwann angucken zu können. Es fühlt sich komplett anders an, als ich gedacht hätte. Wie ich schon meinte, jeder geht da anders mit um. Für jeden ist es anders. Aber es ist irgendwie in keiner Sekunde bisher so 1000% real geworden. Nicht so greifbar, dass sie jetzt nicht mehr da ist. Ich möchte noch zu meiner Mutter allgemein sagen, was mir ihr gegenüber wichtig ist. Und auch für euch, einfach aus meiner Erfahrung, was ich anders gemacht hätte, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass sie so früh stirbt. Das möchte ich euch auch noch sagen. Ohne jetzt groß sagen zu wollen, macht das, bevor eure Mutter stirbt. So eine schlechten Gedanken will man vielleicht oder sollte man gar nicht zulassen. Aber meine Mutter war immer ein übertrieben liebevoller Mensch. Also meine Mutter hat wohl von ihrer Mutter leider nicht so viel Liebe erfahren. Meine Mutter hat auch viel, viel Schlechtes erfahren als Kind in der Kindheit. Ja, und das hat sie wohl geprägt. Von ihrem Vater, meinem Großvater, hat sie viel Liebe bekommen, aber von ihrer Mutter wohl wenig. Ja, und das hat sie auf mich und meinen Bruder, ich habe ja nur einen Bruder noch, ja, das hat sie sich wohl immer gesagt, das will sie bei ihren Kindern halt nicht und möchte das komplett anders machen. Und ich habe als Kind die heftigste Liebe erfahren von meiner Mutter. Meine Mutter war immer da. Ich konnte mit meiner Mutter auch später über alles reden. Meine Mutter wusste alles. Ich habe ihr alles erzählt. Ihr Motto war immer, lieber wir erzählen ihr das, als dass wir es heimlich machen. Weil zum Schluss machen wir es trotzdem, höchstwahrscheinlich. Und dann war es ihr lieber, dass wir mit ihr darüber reden und sie das weiß. Und sie war immer einfühlsam, hat sich irgendwie versucht anzupassen. Hat auch teilweise, so gerade in der Jugend, wo dann unsere Kifferzeit war, damit sie den Draht nicht verliert, hat dann versucht, auch so ein bisschen diese Jugendsprache bei sich einfließen zu lassen, was mich damals immer irgendwie gestört hat. Das fand ich irgendwie immer unpassend, fand ich gar nicht gut. Jetzt heute betrachte ich es einfach nur, ja, finde ich schön irgendwie, dass sie da so nah dran sein wollte und irgendwie mit uns ja, auf einer Wellenlänge. Ich war früher oft nicht gerecht zu meiner Mutter. Das tut mir im Nachhinein auch weh, dass ich ja, als Jugendlicher gerade, als Kind nicht, aber als Jugendlicher durch mein Rumgekiffe und so, habe ich halt komplett den Verstand verloren. Hab ihr gegenüber, war ich einfach komplett unfair. Ich war scheiße zu ihr, auf meinen Kiff-Flashes, auf meinen Sau-Flashes, unfreundlich, respektlos, Sachen, wie man mit seiner Mutter nicht umgeht. Hab lange Zeit auch dann, ich kann euch nicht sagen, woran das liegt, ich habe ja dann noch mal irgendwann kurz bei meiner Mutter gewohnt, nachdem ich ausgezogen bin im Studentenwohnheim. Da komme ich in meiner Geschichte noch zu, wie das genau dazu kam. Aber irgendwann habe ich noch mal bei ihr gewohnt für ein Jahr. Da waren viele Kleinigkeiten. Man wohnt mit Menschen zusammen, man ist selber erwachsen und der eine möchte es so, der eine möchte es so und das für längere Zeit. Dann mit dem Rauchen in der Bude, ich bin halt so ein penibler Nichtraucher, der sich da ziemlich anstellt und alles mögliche. Da sind irgendwie Aggressionen hochgekommen in mir, die ich sie spüren lassen habe. Und das war was in mir drin, was ich nicht wollte. Ich wollte das nicht und mein Verstand hat was anderes gesagt. Aber die Gefühle irgendwie haben irgendwie schlechte Emotions ihr gegenüber gehabt bei mir. Und ich habe lange jetzt auch gekämpft in der vergangenen Zeit, um das wegzukriegen. Und ich habe es tatsächlich zum Glück noch wegbekommen. Gerade auch zum Schluss habe ich gute Gefühle meiner Mutter gegenüber gehabt. Habe auch noch Gespräche mit ihr gehabt. Habe ihr das erklärt, wie das früher war, wie das heute ist. Habe ihr gesagt, dass ich sie lieb habe. Sehr doll lieb habe. Und mich ja auch entschuldigt für die alte Zeit. Es ist für mich sehr wichtig, dass das noch passiert ist, dass ich zumindest das noch konnte. Das Verhältnis war noch nicht an der Stelle, wo ich es mir gewünscht hätte, weil über lange Zeit so eine Distanz sich aufgebaut hat und ich gerne das Verhältnis noch inniger gehabt hätte. Ich habe halt in letzter Zeit gemerkt, was für ein cooler Mensch meine Mutter ist, was ich nie realisiert habe, wenn ich dann mit ihr Videos aufgenommen habe, wenn wir uns unterhalten haben. Über was man mit ihr alles reden kann, wie humorvoll sie ist, wie schlau auch meine Mutter war, übertrieben schlau. Ich habe meine Mutter erst so richtig kennengelernt, angefangen sie kennenzulernen. Das war gerade so, war gerade auf dem richtigen Weg, dahin zu gehen, wo ich es gerne hätte. Und ich hatte viele, viele Vorstellungen noch darüber. Aber meine Mutter war einfach
ja, hört sich immer blöd an, wenn man sagt, wie ein Engel. Aber es war irgendwie so, immer scheiße behandelt worden oder oft auch von ihrer Mutter keine Liebe erfahren, ihren Kindern die heftigste Liebe gegeben. Dann, ja, als wäre sie einfach gekommen, zwei Kinder in die Welt zu setzen, ihr Leben lang gearbeitet, immer geknüppelt, 10-Stunden-Tage, 6 Tage die Woche, um uns irgendwie zu versorgen. Immer die Liebe gegeben, alles, was sie hatte für andere, von mir leider nicht genügend Liebe zurückbekommen. Und irgendwann dann, ja, in dem Moment abgehauen, wo sie angefangen hätte, vielleicht anderen Leuten zur Last zu fallen, weil sie ja eben doch nicht ganz gesund war und vielleicht wäre es so gewesen, dass sie dann Pflegefall geworden wäre. Und so gefühlt genau dann abgehauen. Alles für andere Menschen gegeben und in dem Moment weggegangen, wo sie irgendjemand hätte zur Last fallen können. Und im Nachhinein hätte ich einfach viel gerne noch auch gefragt von ihrer Vergangenheit, ihrer Familie, über sie erfahren halt, sie als Menschen kennengelernt. Und da sage ich jetzt einfach mal, es muss genutzt werden, auch wenn ihr vielleicht in einer ähnlichen Situation seid. Man weiß nie, wann es vorbei ist. Ich hätte gerne viele Fragen noch gestellt. Vieles, was ich nicht wusste. Meine Mutter als Menschen kennengelernt, so wie er ist, und die Nähe aufgebaut. Man lernt viele Menschen kennen, aber die Menschen, wo man sich wirklich gegenseitig wichtig ist, davon gibt es mit Glück ein paar mehr, aber höchstwahrscheinlich im Leben nicht besonders viele. Und gerade bei denen sollte man zusehen, denke ich, dass man da näher rankommt und das nutzt, weil die Chance kriegt man nicht wieder. Ja, Leute, das ist das, was mir spontan eingefallen ist. Wahrscheinlich werde ich danach denken, ich hätte gern noch 1000 andere Sachen gesagt. Aber das ist das, was mir jetzt auf dem Herzen lag und mir spontan einfach eingefallen ist. Ja, ich danke euch erstmal fürs Zuhören und dann geht es das nächste Mal wieder mit einem anderen Thema, mit einem positiveren Thema weiter.